Servus Leute, willkommen zu einer neuen Runde von Wer wird Millionär? Eigentlich hatte ich die Aufnahme schon eben gestartet, aber wegen Spackungen und dergleichen bla 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 ging es nicht. Mit dabei sind einmal Head Benjamin, Hallo! Dann Schmacki Leute und ein neuer, nämlich Let's Katze. Guten Abend. Ja, eigentlich sollte T-Life auch noch dabei sein, der ist irgendwie rausgeflogen, dann ist Let's Katze irgendwie rausgeflogen, dann war Head Benjamin auf einmal auch weg, jetzt ist Head Benjamin wieder da und Let's Katze ist wieder da und T-Life ist wieder weg und keine Ahnung, ich habe schon überlegt, ob ich das überhaupt aufnehmen soll oder nicht. Der schwächste Flieh. Was kommt denn so eine Aufnahme hier? Das kann ich denn, die Outtakes, das ist schon gelöscht. Da hat er schon Erase hier. Ja. So bei der NSA anfordern. Wir versuchen es auf jeden Fall in Wer wird Millionär. Wir machen zuerst vier Spieler, jeder gegeneinander. Ja, hier Hardcore. Jetzt wird es unseriös. Battle Royale. Jeder gegen jeden erstmal. Aufwärmphase. Wer will anfangen? Du! Okay, du kannst. Katze fängt an. Bitte mit Großbuchstaben. Relax. Hier voll fett und so. Aus alles. Katze. Jetzt wird die Katze fett. Genau. Keine Daniela. Direkt hier. Keine Daniela mehr da? Auch wie schön. Aber ich habe auch einen Daniela-Traum, aber von einer anderen Daniela. Junge! Jetzt wird es wieder. Jetzt wird es wieder kriminell. So, Katze. Welchen Knopf jetzt? Ah. Ja, sehr schön. Danke. Ist wieder eine Zeit lang her, dass ich gespielt habe. Dann der zweite wird. Wer will als zweiter? Ich mach das. Der Schmack. Der Schmack, Gilpe. Der Schmack ist. Richtig seriös, kompetent. Schade, dass das so langsam geht. Das ist Dramatik hier, Spannungaufbau. Da pennt man ja ein. Ja. Schmacki. Mit Y, oder? Richtig. So. Dann als dritter werde ich. Zeit für Spieler 3. Nummer 3 bin ich, alias Wolf. Da schreibst du jetzt ich hin, oder was? Ja, klar. Ich. Nee, natürlich Wolf. Bin ich auch ein Wolf. So, Wolf. Und der letzte ist Hedy. Herzlichen Dank. Das letzte. Genau, das. Der Robot Casanova. Das Beste kommt immer zum Schluss, hallo. Hm. Er hat auch die meisten Abonnenten von uns, also. Na toll! Der richtige Königsdisziplin. Und zu mir kommt der blaue Panzer. So. Also gut. Brauchst du eine Anleitung? Fick dich, ne? Da Sie die Anleitung nicht brauchen, legen wir los. Da labert der Typ dich wieder voll. Ja. Aber ich finde schade, dass Günther Jauch ist. Katze fängt an. Ich Günther Jauch, der Penner. Armin Assing ist viel besser. Ich drücke den imaginären X-Knopf. Jetzt hat der Force invasioniert, glaube ich. Glaub ich. Ja, auch. Jetzt bin ich wieder im Spiel. Oh, tut mir leid, wir haben die Runde schon angefangen ohne dich. Oder auf der Zuschauerbank. Egal, ich wollte sowieso erstmal nur zugucken. War der schöne D-Mark hier. Bei mir ist es gar nicht eben das Internet gewesen, ne? Ja, bei mir auch. Ja, und bei Katze auch. Oh, okay. Seiner Wellblechhütte am Berg. Richtig gut. In der Windows 95. Kompetenz hier, hallo. So, wie bezeichnet man den Betrag, den man für die Beförderung eines Briefes zum Entrichten hat? A. Lissabon, B. Cityball, C. Porto, D. Praga. Der Porto hier. Sie denken also, es ist C? Hier, 50 Mark hier. 100 Mark. Oh, 100 Mark sogar, oh Gott, ich bin reich. Jetzt geht es los. Ja, jetzt hier das Geschmack, LP. Jetzt wird es seriös. Ich krieg wieder die Scheißfragen, da gehe ich jede Wette an. Der Hedy kriegt immer die blöden Fragen. Hedy kriegt der einfache. Du mit deinen Jokern da. Du hast doch Deutschland-Joker hier. Ich? Deutschland. Was soll ich sagen? Ich bin Österreicher. Jetzt bin ich schon wieder... Och, Mensch! Ich höre dich noch, Hedy. In der deutschen Nationalhymne, es ist der Deutschland-Joker. In der deutschen Nationalhymne heißt es Einigkeit und Recht und. Und Freiheit. Freibad. Wer hätte jetzt die Idee? Freibad. Freiheit. Also Freistoß ist der Fußball. Freibier.
Obwohl das Freibier wäre auch nicht schlecht. Wo ist denn Hedy? Sorry. Hedy ist Freibier. Hedy, ist Hedy wieder weg? Ich glaube, ja, müssen wir hier überbrücken. Bis er wieder da ist. Also ich höre noch alles. Ich auch. Ich höre euch auch noch. Und der Zuschauer hört. Sie lachen jetzt. Ich glaube, Schmatke und ich sind die einzigen hier mit guter Verbindung. Wobei ich bei Schmatke auch schon rausgeflogen bin. Das heißt, Schmatke ist der einzig Gute hier. Aber ich bin immer noch da. Wer haust in einem echten Loch? Papa Schlumpf, da bin ich wieder. Nessie, Rüdezahl. Nessie ist das Loch Ness. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich in einem Loch ist. Ach so, so ist das immer ein Loch Ness. Genau. War noch jemand jetzt wieder rausgeflogen, ey, oder? Jetzt ist der Handy gleich dran, wir haben alle schon 100 Mark, außer der Handy, der ist noch der Rundberückenpenner. Da gehe ich wieder weg hier. Von einem Mario Kart Level. Jetzt muss der Handy vorlegen. Jetzt nachlegen hier, jetzt. Feine Almdudler, geil. Jetzt breche ich ab. Underbreaker. Ist der Lifehouse eigentlich da? Nur der ist weg, ne? Der ist schon wieder rausge... Ja. Irgendjemand schreibt mir. 100 Mark. Der ist weggeklöppelt. Ich kann nicht nachgucken, was ist. Bist du Force? Mach ruhig weiter. Nee, ich habe zwei Nachrichten. Was ist nur los? Wie heißt das männliche Pendant der Krankenschwester? Krankenpfleger, Krankenbruder, Krankenhelfer, Krankenheiler? Der hätte ist kranke Bruder. Ja, das sowieso. Krankenheiler, was denn hier los? Ja, Krankenpfleger, würde ich mal sagen. Jetzt direkt weg. Nee, oh, hier, ich weiß, was die Nachricht war. Simon hat Geburtstag. Ach so, stimmt ja. Oh, hier, jetzt haben wir alle 100 Mark. Ich dachte eigentlich, Osuma hätte mich angeschrieben, weil er schon die ganze Zeit drauf spitzt. So, ja, wann ist denn endlich? So, die Katze ist dran. Jetzt wird es wieder unseriös. Unter welchem Namen ist das Küchengewürz Liebstöckel noch bekannt? A. Wetterwurz, Ötkerwürz. B. Knopfpflanze, C. Nestlegrün, D. Magikraut. Oh Gott, ich bin hier nicht so der... Ich esse hier eigentlich immer nur der Curry King hier, der Schokolade, der Nutella aus Glaslöffeln und so, das mache ich sehr gerne. Junge! Also, nehme ich gerne einmal den Publikumsjoker, ich bin doof. Hier der Ziel-Life muss sein. No? Achso, ja. Das muss ich noch sagen, der Publikumsjoker war bei Steven und seinen Leuten auf 72% und das war falsch. Oh. Aber das ist hier erst der 200 Mark. Hallo? Ja. Ja. Ich vertraue dir nicht vorhandenes Publikum. Ja, dann nehme ich die D. Was, der Maggi oder was war das? Wie gesagt, ich esse nur Nutella aus dem Glas und so ungesundes Zeug seit. Ich bin nicht so der Gesundesser, ich kenne mich da nicht aus. Junge! Jetzt die 90% falsch. Da let's play da aus dem Nutella-Glas, ey. Also dann breche ich ab, wenn das falsch ist. Genau. Yeah, das war das Mark. Richtig. Jetzt kaufe ich mir Nutella davon. Ich habe schon fast die Befürchtung. Und Maxi-Glas. Ich habe fast schon die Befürchtung, dass der Soundboard das zu leise ist, aber naja. Welche Operationsmethode wird bei Entbindungen häufig angewendet? Königsstuhl, Kaiserschnitt, Herzogsgriff, Fürstengraben. Fürstengraben? Jetzt wird es unseriös. Ey, das ist, ich bin wieder da. Das ist easy. Wer ist überhaupt dran? Schmacki. Achso. Ist Schmacki überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Der Knüff, der tüftelt. Ganz seriös entfleucht mal der Antwort, das ist der Kaiserschnitt. Hast du da echt überlegt? Richtig. Ganz seriös. Die Antwort sprang mir ins Auge. Kompetent. Jawohl. So, ein erfahrener Kämpfer ist ein alter Box. Ups, was? Boxdegen? Haut. Achso. Haudege, Schlagdegen, Schubsdegen. Ein alter Haudege. Ja, das hatten ich und Handy schon der Frage in einem unveröffentlichten Video. Die alten Haudegen, kennt ihr den Kanal? Das ist von Hayes und Dake. Dake Just Found Hass. Keine Aufgabe für Handy. Ist aber ziemlich geil. Wie nennt man einen unterschriebenen Scheck, in dem kein Betrag eingesetzt ist? Oh, Blankoscheck, Euroscheck, Risikoscheck, Giroscheck. Diese Blanko. Das hatten wir neulich in der Schule. Sind Sie sicher?
dieses Thema. Ich möchte hier gleich keinen Kommentar hören zu meinem verbrauchten Joker, bitte. Doch. Ja. Oh, Joker nein. Verbraucht. Oh. Und da sieht Mama wieder. Ja, ich will der Hardcore-Variante machen. Sie sind noch 13. Ja, das wäre ohne Joker. Schon hier. Und da wird hochgebogert. Allein Hardcore-Variante. Auf welcher Zahl beruht das Dezimalsystem? A10, B1000, C100, D1. Ruf Daniela an. Junge, überleg doch mal. Ich bin doof. Ich kenn das nicht. Ruf Daniela an. Da müsst ihr auch, Dezimal. Da müsst ihr aber lassen, sonst höre ich nichts, was sie sagt. Jetzt kommt der Dirty Dirk wieder. Ich glaube, ich habe den Soundrichter ein bisschen zu leise. Das muss ich nach dem Anruf mal korrigieren. Hier Genf. Paul, hier ist die Sendung. Müssen wir The Force anrufen? Okay, Paul. Hier ist ein Freund von Ihnen, der für die 300-Mark-Frage Ihre Hilfe braucht. Kein Problem, fragen Sie los. So, Paul. Hier ist eine so, schauen wir mal, was er sagt. Nicht vergessen. Nur eine davon ist richtig. Ich muss zugeben, da habe ich keine Ahnung. Peinlich, aber wahr. Nun, ich fürchte, dass wir uns keine große Hilfe finden. Ja. Ich muss zugeben, da habe ich keine Ahnung. Peinlich, aber wahr. Was war der Frage? Hat er gesagt. Hat er gar nichts gesagt. Sorry, aber... Hat er nichts gesagt? Nein, er hat nichts gesagt. Ey, wenn das jetzt schief geht, dann nenn den Part Let's Brain hier. Also dann werde ich dir 50-50 nachwerfen, bitte. Och, Junge! Ich bin doof. Dann nenne ich Brain Power oder so. The Let's Brain hier. Nee. The Let's Relaxo Brain. Der 50er. Nee, das Let's Play bleibt bei mir eigentlich fast immer gleich, bis auf Challenges oder Races. Müsste ich danach im Titel eher so Let's Brain oder so. The 50er, bitte. 50er. Zeit für ihren ich bin so schlecht. Computer, bitte lösche ich bin zwei doof. Falsche Antworten. Nur noch die richtige Antwort. Sonst immer eine große Schnüss hier? Ich würde sagen, alles außer 1100. Also, ist das A oder C? 10 oder 100, oh Gott. Oh, Katze! 100, Dezimalsystem. Ich kann in der Zwischenzeit mal gucken, ob ich den Sound irgendwie lauter stellen kann. Hoffentlich sieht man. Ja, Gott, perfekt, Gott, sieht man nicht im Video. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich erwarte mich jetzt 100 oder... Komm, ich sagte 100 Mark und so hier. So. Der 100. Okay. Reichen 100 Mark. Die 100. Moment, da muss ich wieder ins Fenster klicken, sonst geht nichts. Oh, jetzt ist wieder der Abbruch hier. So. Hallo. So, 100. Ich höre euch nicht mehr, egal. 100. Sie müssen nicht mehr. Er hat gesagt 100. Sind Sie sich ganz sicher? Kaum zu glauben, aber die Antwort ist falsch. Jetzt habe ich gerade seinen Hörer gesehen. Er hat gerade verkackt. Zeit für Spieler 2. Ich nehme dir 100 Mark. Der ist gerade verkackt. Ist das richtig, 100 Mark? Ich höre euch nicht. Bestimmt steht er jetzt schon hier verloren. Schmacki, du bist. Ja, ich höre dich. Diese Frage ist 300. So macht das ja aufnehmen kaum Spaß, wenn der solche Probleme hat. Was ist ein Sweater? A. Ein Deo-Tester. B. Ein Dieselmotor. C. Ein Pullover. D. Ein Wasserträger. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch drei Jokes. Deo-Tester schließe ich aus. Denn Sweater, das ist so. Da kommt aus der Textilbranche der Name. Deswegen würde ich schon. Ich nehme 100 Mark. Es ist der Pullover. 100. Ich bin wieder da. Oh, was mit mir passiert, bin ich Game Over? Ja, bist du. Scheiße. Junge, ich bin enttäuscht. 300 Mark. Da erwarte ich eine Stellungnahme. Wie was hat er denn der Katze genommen? Ich habe das leider nicht gesehen, weil es schon wieder das Internet abgeschmiert ist. 100. Ja, das Dezimalsystem passiert auf die 10. Für 300 Mark. Da ist ein Priorisierungsmodus zu bestellen. Wie bezeichnet man die Aufteilung eines Arbeitsplatzes unter mehreren Personen? Jobsharing, das war von Büroorganisation eines meiner Lieblingsthemen. Sie denken also. Ey, Berufsschule. Aber ich habe mein Game Over nicht gesehen. Dann gibt es das auch nicht. Ey, jetzt bekomme ich hier die Berufsschulfragen, geil. In Büroorganisation war ich generell jetzt sehr gut. Spieler 4. Ja, Cheetah hier. Ja. Jetzt wird es knifflig.
300 Mark. Ich kriege mal die schweren Fragen. Jetzt fliege ich mal raus. Ein anderes Wort für Wutanfall ist Koloratur, Kollision, Koloss, Koller. Koloss. Ja, ein anderes Wort für Wutanfall ist eigentlich Heddy, aber... Ne, momentan Katze, weil ich hier gewusst habe. Ja, ein Koller, würde ich mal sagen. Ein Koller? Ja. Zu wie viel Prozent? Ja, 69. Soll ich nehmen? Nimm das jetzt! Wenn es orange wird, können Sie Ihre Meinung nicht mehr ändern. Wenn nicht, bin ich raus. Sind Sie sich sicher? Eine Kollision ist, glaube ich, ein Zusammenstoß. Ein Koloss ist ein Riese. Das A kenne ich nicht. Stimmt, ich kriege einen Koller. Lagerfeuer. Ich bin ja ernsthaft raus. Ich dachte, ihr verarscht mich. Nee, ich habe. Ja, jetzt bin ich enttäuscht. Ich habe doch gesagt, das Dezimalsystem beruht auf die 10 und nicht auf die 100. Mhm. Da ist aber Anruf abgestürzt. Das habe ich nicht gehört. Als nächstes ist jetzt hier die dumme Männlichkeit. Ausreden. Ja, die Katze ist schon weg. Ja. Ist schon wieder im Weicheischub. Erstes Video von mir, wo er dabei ist, und der Marsche. Was ist ein Bergfried? A. Ein Seilbahnwärter. B. Ein Bergwerkstollen. C. Haupttor meiner Burg. D. Kleiner Berggeist. Life Force ist das. Da sind die gut, dass ich ab und zu mal solche Geschichtsbücher lesen habe in der Bücherei. Mhm. Das ist nämlich der Hauptturm von der Burg. Ja, das habe ich nämlich auch gewusst, weil ich interessiere mich generell sehr für Geschichte und dergleichen. Kleiner Berg. Das hört sich lustig an. Spiel 3. Hier ist die vierte Frage. Schauen wir mal, was ich kriege. Sie machen das gut. Nehmen Sie sich Zeit. Diese Frage ist 500 Mark. Ja, hör auf zu labern. Welche Musik macht Claudia Jung? Oh. Ja, hier Speed Thrash Metal. Nein, sicher, ja. Mein großer Bruder ist ein Fan von ihr. Damit gehört. Echt? Oh Gott. Da weiß das auch noch sofort. So oft wie der Claudia Jung gehört hat. Also jetzt wird die Männlichkeit hier in Frage gestellt. Ich höre Claudia Jung nicht. Mein großer Bruder schon. Alles verlieren. Hoffentlich nicht. Da würde ich mal aber jetzt ein ernstes Wörtchen reden. Da würde ich ihr Stellungnahmevideo finden. Welches Gerät sorgt für die Einhaltung einer vorgegebenen Temperatur? Lassen Sie sich Zeit. Liebigkühler, Katalysator, Vergaser, Thermostat. Vergaser, lol. Thermostat. Direkte VW für Vergaser hier. Katalysator war ja auch irgendwas im Auto, oder? Mhm. Das ist mein Katalysator. Katalysator. Ich sage ja Bestechung hier. Sehen Sie sich den Spielstand an. Und da sieht man mal wieder, wer schon raus ist. Schmacken. Ladet mich auf ein Getränk ein. Wenn du es bezahlst, gerne. Die nächste Frage bringt Ihnen. Katze wird bezahlt noch mit D-Mark. Was ist ein Dompfaff? A. Ein Singvogel. B. Ein Nadelbaum. C. Eine Heiligenstatue. D. Ein Teletubby. Lol. Diese Frage kam bei Steve im Video auf. Deswegen ich weiß es. Die Frage. Achso, ich habe mir das Video heute erst noch angesehen, deswegen weiß ich, was es ist. Ich habe es nicht gesehen, aber ich denke, ich weiß es auch. Weil Final Level Gamer hat die Frage nämlich gewusst. Schmacki. Ich Ach ja, Schmacki. Da ist auch noch der Wiki am Durchsuchen. Ne, so nicht. Hey, das ist kein Teletubby, definitiv nicht. Eine Heiligenstatue klingt mir auch zu unseriös. Die Teletubbies hießen, glaube ich, Tinky Winky, Dixie, Lala und Po, wenn ich mich nicht irre. Und dieses komische Rüssel-Staubsaugerviech weiß ich nicht. Also der Tinky Winky, der Dipsy, der Lala, der Po und der Nono. Die Katze war der Staubsauger. Tinky Winky. Ja. Ja, was ist Dingens, Wacky, Schmacky? Ich kenne aber auch keinen Nadelbaum, der so heißen würde. Jetzt habe ich ja schon bei 50-50. Jetzt wird es knifflig. Gut, Sie wollen jetzt gehen die Teletubby und der Statue weg. wahrscheinlich D und C. Nur noch die richtige Antwort und eine falsche Wetten. Ich glaube mir gar nicht, wie oft die Leute von 50-50 verarscht wurden. Sie haben jedes Mal gesagt, okay, das und das kann ich ausschließen. Und genau die beiden sind dann immer weggefallen.
Das ist der Trip. Wie die Bananen. Singvogel und Nadelbaum bleiben übrig. Der rotierte Schmacki. Dann ich aufs Ganze und nehme den Singvogel. Ganz sicher? Ganz sicher, fragt er. Ja. Sie jetzt wird's dramatisch. Mark gewonnen. Ja, sicher. Oh Gott. 9, er war schon mal besser als ich. 1000 D-Mark hat er schon mal fix in der Tasche. Nice. Sie sind dran, Spieler 3. Sie haben noch 3 Joker. 50 zu 50. Sie können einen Freund anrufen. Und nur die Katze ist schon weg. Ja, ich hab auch die scheiß Fragen. Hat der Hecht hier Junge! Sie sind noch 11 Fragen von der Million. Hat der 5 an der PC geschoben. Ja. Wie nennt man das Kontrollorgan einer Aktiengesellschaft? A. Parteitag, B. Wertpapiervorstand, C. Aufsichtsrat, D. Zentralkomitee. Also, lassen Sie sich. Ich kenne den Parteitag, das war aber, glaube ich, vom Parlament. Den Aufsichtsrat kenne ich auch. Ich weiß allerdings nicht, ob das in der Aktiengesellschaft war. Wertpapiervorstand klingt mir für mich einfach viel zu dämlich. Zentralkomitee habe ich auch schon mal gehört, aber ich weiß nicht mehr wo. Mein Gefühl würde immer sagen, es ist der Aufsichtsrat. Jetzt wird es knifflig. Machst du das? Ich glaube, Wolf ist dran jetzt, soweit ich weiß, oder? Mhm. Was macht der Wolf? Das Kontrollorgan einer Aktiengesellschaft. Ich versuch's. Ganz sicher? Wenn die Antwort richtig ist, gewinnen Sie mindestens 1000 Mark. Glückwunsch! Ja. Oh, hier, der Brain hier. Nicht schlecht, Wolf, nicht schlecht. Hä, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Was war's jetzt? Aufsichtsrat war's. Jetzt kommt Spiel. Aufsichtsrat? Sie haben ja. Noch 3 Jokes. Ich habe nämlich gewusst, dass ich den Aufsichtsrat Frage, schon mal wo gehört habe, aber ich wusste nicht mehr wo. Hätte dann fail wenigstens mit mir gemeinsam. Wir sind doch hier vereint. Durch welches System werden Verkehrsdurchsagen im Autoradio automatisch angestellt? MDR, UKW, Gaga oder ARI? Radio Gaga! Lady Gaga, wenn schon. Ja, UKW oder nicht? Die letzte Frage, bei der denk Sie ich mit leeren Händen enden könnten. Das ist das Einzige, was mir da jetzt was sagt hier, außer. Ich kann NDR ist so der norddeutsche Rundfunk, oder nicht? Ja, hier, ich komme aus dem Norden hier. NDR ist, glaube ich. ARI kann ich ja. NDR ist, glaube ich, in TV-Sender, oder? Ja. Gaga. Ja, norddeutscher Rundfunk. Gaga ist von Queen hier, Radio Gaga. ARI, keine Ahnung. UKW sagt mir, würde ich jetzt. Der Arik von der Donkey Kong Country 3. Der ARI. Soll ich? Der ARI hier. Sicher. Ja. Wenn da Giga und nicht Gaga stehen würde, dann würde ich sagen Giga der Sender. Was? Giga Games. Die richtige Antwort oder? War D. Da ist der Handy schon weg hier. Das ist der Spielstand. Da ja, ist der Handy schon. Der Schmack in dich. Da ist der Handy schon erased jetzt hier. Kopf an Kopf. Jetzt wird es unseriös. Der Schmack OP gegen der Uncle Wolf. Ja, Duell Final hier. Final damit Duell. Final Level Game ist nicht da. Gratuliere. Jo. Versuchen wir doch diese Summe zu verdoppeln. Hier ist im Geiste schon. Du hast noch 2 Joker, ich hab noch 3.